Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Jo, würde ich mal sagen, wir werden jetzt hier definitiv schön reinrennen. Bam. Und dann Raubzug! Hast du gedacht, wa? Du bist tot. Oh. Jesus, Maria und Josef. Wo bin ich denn hin? Ich bin hier komplett runter. Ja? Ist eine gute Idee war hier oben. Ja, ne? Warte. Nach oben. Sehr gut. Aua! Voll in den Arsch geschossen, ey. Hoch. Eva, hoch. Ey, was war denn das für ein Riesenteil gerade? Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich, wenn ich dich zuerst töte. Auch schon in Brand gesetzt. Hallo, kannst du mir aber hier die Truhe in Brand setzen? Ich brauche hier mal Hilfe. Will das aufs Schiff laden? Hat sich flott gefüllt. Ja, tut er tatsächlich, ne? Oha. Zwei. Eins, zwei. Weggetreten, Junge. Ja, aber gut. Schön weggetreten. Voll in die dicke Wamperin, ey. Ich fühle mich schon stärker. Nahrung sind wir voll. Ich mal kurz mal checken. Oh, was ist denn das hier oben für ein Altar? Was ist das denn? Da liegt doch irgendwas, ne? Liegt bestimmt wieder irgendein Zettel, der irgendeinen anderen Typen da verrät. Von wegen der Schlechter von Neon. Los Leute, hier geht's weiter. Go, go, go. Da oben. Lieber mal abschießen. Boah, weg damit. Pfeile. Ja, wo es blöd rumsteht, was ist das denn? Oh, Katze. Wie schaut's aus? Oh, hier haben wir noch eine dicke Truhe. Es gibt viel zu holen. Hey, komm mal kurz her. Juhu. Sehr gut. Hier auf der anderen Seite ist auch noch was. Sagt er. Erstmal den weghauen. Du gehörst mir! Und tschüss. Helft mir, wir haben Gesellschaft! Komm mal! Muss nachher noch runterspringen, der ist mit meinem Loot runtergesprungen. Nichts zu sehen. Bin ich auch getroffen?
Ja, ob ich den nochmal wiederfinde, ich weiß ja nicht. Nicht runter. Einmal zu viel A gedrückt, ne? Springt die gleich komplett runter. Lauf doch mal, warum läufst du nicht? Hallo. Ja, gerade festhängen in der Stufe, ey. What the heck? Nee. Dann mal vorne rein, ne? Ich brauche Unterstützung. Let's go. Es ist die ganze Zeit machst du gar nichts, ne? Aber sobald ich was drücke, kommt sein scheiß Angriff, ey. Warum drücke ich was, ey? Machen sie ihren Angriff. Immer dieselbe Kacke. Die letzte Truhe. Wenn ich da Zeit lässt, ey, what the heck. Reichtum. Haben wir komplett erworben. Das finde ich gut. Raubzug abgeschlossen. Finde ich auch gut. Die Truhen? Nee, ne? Ja, aber ich wollte da drüben mal kurz gucken gehen. Und zwar... Aber gleich. Das Spiel hat sich gerade ein bisschen komisch. Alle Tiere oder was? Komplette Gebiet fertig? Ja! Was ist das Riesending hier unten? War nix. Gucken wir trotzdem. Ne? Kurz mal aufdecken. Ein Zettel, gar nichts.
Warum ist hier so viel ungenutzte Fläche? Das haben die doch bei den anderen Gebieten auch nicht gemacht, oder? Da war ja immer irgendwie was. Aber das hier ist tatsächlich irgendwie so das erste Gebiet, was so viel ungenutzte Fläche hat, gefühlt. Und wahrscheinlich so die letzteren Gebiete, die sie dann wahrscheinlich gemacht haben oder so, wa? Was siehst du da oben, Sühnen? Nehmen wir nicht mal kleine Schatztruhen oder irgendwas, ne? Einfach nur komplett leer. Ein paar Tiere, glaube ich, und das war's. In Homoins ist die dicke, fette Truhe, würde ich sagen. Wo kann ich denn hier runter? Moin, Sven, na, muss ich schlafen? Also Sven, ich habe übrigens beide Spiele installiert. Nur für den Fall das. Solum modo in paradisum. Pax eterna es una via. Muss ich die Kapuze überhaupt aufziehen? Nö, ne? Wir kennen Misstrauensgebiet. Also meinen alten Charakter habe ich noch. Da steht sogar da, wie lange ich den gezockt habe. Also 200 Stunden. Ach, das wäre mehr gewesen. Naja. Achso, und das war kein... War doch kein Enforcer, ne? War doch ein Bandit. Alter, so viel Scheiße für nur Gold? Ich dachte, da wäre so ein richtiges... Ein richtig coole Rüstung oder sowas drin, ne? Ich habe ausgeschlafen noch. Ja, habe ausgeschlafen. Ja, wir haben uns da schon lange nicht mehr eingeloggt. Also da wirst du auf jeden Fall so eine Meldung kriegen von wegen, dein Passwort ist irgendwie abgelaufen und du musst ein neues machen. Und dann musst du da so ein neues machen. Darfst auch nicht das alte benutzen. Also da meckert er dann rum, so von wegen, du darfst das alte nicht benutzen. Schön, dachte ich mir. Ja gut, okay, machen wir ein anderes. Wie komme ich zu dieser Truhe da hinten? Aber ist noch alles da.
Der Charakter ist noch da und das Aussehen ist noch da. Das Einzige, was ich jetzt nicht checken konnte, ob mein Auto noch da ist. Alter Geld. Wie kommt man da runter, Leute? Wie komme ich zu dieser Truhe? Meter unter mir. Wie komme ich da hin, Leute? Also noch eine Truhe. Gut. Gut. Sühnen, leite mich. Wieder vielleicht eine Idee oder gehört das da zu diesem Untergrundding? Ach, das gehört doch zu diesem Untergrundding, wa? Wenn ich nicht durchgesehen habe, wie man da langkommt. Wie war denn eigentlich nochmal dieser Eingang gewesen zu dem Untergrundding? Gab's da irgendwo noch einen Eingang dazu? Also einen richtigen Eingang? Mein altes PW weiß ich eh nicht mehr. Ja, also wenn du dich da über Steam einloggen willst, da, also hat er bei mir zumindest gesagt, das Passwort ist ausgelaufen oder abgelaufen. Ich soll ein neues erstellen. Wahrscheinlich, weil wir uns schon so lange nicht mehr eingeloggt hatten. Viele schwarze Flecke. Was ist denn schon wieder? Also wir haben einmal den Eingang hier drüben, aber es gibt noch einen anderen Eingang. Also das ist ja eigentlich der Ausgang, der hier. Das ist ja eigentlich der Ausgang, wo man wieder rauskommt. Aber wo ist der Eingang? Hier hinten bei den Schweinchen? Hier sind Schafe, sind keine Schweine. Ah, denn der... Wir mussten auf jeden Fall an so ein paar leere... an so eine Mini-Farm, an so eine leere Mini-Farm mussten wir vorbei. Ja. Oh, hier war das, glaube ich. Okay, das mal. Kannst dich ja selber mal einloggen bei dem anderen Ding da. Runterklettern, Evo. So, das war der Haupteingang.
Gucken, ob wir jetzt den Weg finden zu dieser Truhe. Das wäre natürlich richtig nice. Weit ist denn die Truhe noch weg? 107 Meter, okay. Ist noch ein Stückchen. Das Wasser? Muss ich erst runterladen? Ach, ist ja nicht groß. 6 GB oder was das da ist. Die haben da nochmal so einen eigenen Patcher, ne? Du musst ja nochmal so ein. Dann geht da nochmal so ein Patcher auf und der lädt dann nochmal so 3 GB oder so runter. In 2 Minuten fertig. Auch mit dem Patcher oder was? Hier unten ein Gegner. Na überhaupt raus? Das ist so eine komische Holzwandtür. Hi Björn. Da habt doch eine Lichtgeschwindigkeit, super Glasfaserleitung. Ja, aber nur bis zum Haus, ne? Mal hoch da.
Scheint definitiv Licht rein. Dass ich nicht von hier aus irgendwie was markieren kann. Aber genau da steht die Truhe. Die ist genau zum, die ist zum Greifen nah, wie man so schön sagt, ne? Scheint irgendwie Licht rein. Wenn man drauf steht auf der Truhe Richtung E. Nicht von oben nochmal probieren. Wenn man auf der Truhe draufsteht, Richtung E. Muss ja in dieses Haus sein hier, oder? Theoretisch. Hier komme ich nicht rein. Komme ich in dieses Haus rein. Komme ich nicht rein, Leute. Wie komme ich an diese blöde Truhe? Genau unter mir müsste ich rein. Wie nur 55,1 Stunden? Bei mir steht irgendwas mit 200. What the fuck? Also ich rede jetzt nicht von der Spielzeit bei Steam, ne? Ich rede, wenn du dich da eingeloggt hast. Die Spielzeit auf dem Charakter. Von der spreche ich. Wir hatten es ja damals erst ohne Steam gespielt, ne? Da bist du bei dieser Truhe, wie ich da hinkomme, das Rätsel. Ja, da habe ich auch lange gebraucht. Wenn du so lange gebraucht hast, um den Weg zu finden, weißt du denn zufällig noch, wie man da hinkommt? Weil meistens ist es ja so, wenn man bestimmte Sachen extrem lange sucht und man dann selber auf diese Lösung kommt, dann merkt man sich diese Lösung. Für zukünftiges Durchspielen, sage ich jetzt mal. Falls man das dann nochmal spielen sollte. Deswegen hoffe ich ja, dass du jetzt noch weißt, wie man da rangekommen ist. Wo ungefähr der Eingang war. War der unten oder war der hier oben in der Stadt? Das würde mir ja schon mal extrem helfen. Wenn du wüsstest, ob der Eingang zur Truhe hier oben war oder tatsächlich unten unter der Erde. Also unter der Stadt sozusagen. Weil das habe ich zum Beispiel auch bei anderen Spielen, ne? Dass wenn ich jetzt irgendein Rätsel habe oder irgendwas, was jetzt super schwer ist, dass man sich das dann eher merkt als andere Sachen. Wir dann ja, gerne mal runter. Also wenn ihr irgendwie auch nur eine Ahnung habt, wo das sein könnte, ne? Muss ich da irgendwie durchschießen? Muss ich da irgendwo durchschießen oder so? Was zu aktivieren? Glaub. Ja, erstmal muss ich hier wieder runter.
Und dann komme ich hier hin. Dann bin ich hier bei dieser Eisenfabrik, oder was das hier sein soll. Und selbst wenn ich jetzt hier rüber gehe, auf der Seite komme ich nicht weiter. Da oben komme ich nicht weiter. Hier ist auch wieder so ein Gitter, komme ich nicht weiter. Auch wieder so ein Gitter, komme ich auch nicht weiter. Hier sind irgendwelche Fässer, komme ich nicht weiter. Oben bei dem Licht komme ich auch nicht weiter. Ist nur so eine blöde Sackgasse. Ich weiß gar nicht, was das hier bringen soll. Hier unten bei den Feuern komme ich auch nicht weiter. Und hier unten komme ich auch nicht weiter. Hier Seite komme ich auch nicht weiter. Ich komme da irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich sehe keinen Weg. Ich sehe absolut keinen Weg, wie ich da hinkommen soll. Ich sehe absolut keinen Weg. Aber du hast es immerhin gefunden, deswegen hoffe ich ja, dass du dich noch dran erinnerst, wie du da rangekommen bist. Ich habe jetzt echt schon jede Wand hier gecheckt. Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass man von oben reinkommt, weil man von hier unten nicht reinkommt. So kein verstecktes Loch oder so. Ich komme nicht drauf, wie man da hinkommen soll. Kein blassen Schimmer. Dann komme ich ja nur zu den Typen hin. Kannst du was Schweres runterschießen oder werfen? Von oben? Ne, ich sehe das Loch nicht von oben.
Ich glaube nicht mal, dass ich durchschießen kann, weil ich habe nämlich, glaube ich, versucht, auch mal hier so Feuerpfeile durchzuschießen. Um zu schauen, ob ich da drüben irgendwie so nettes Gas ist oder irgend so ein Blödsinn. Also ein Feuerfall geht, also ein Pfeil geht durch. Also da oben ist irgendwas. Aber müsste der mir nicht eigentlich anzeigen mit Rot, dass da irgendwas ist? Wenn ich da irgendwas abschießen kann, der müsste mir das doch anzeigen in Rot. Oder zeigt mir halt auch nur den Schatz an. Ja, also wenn da was wäre zum Abschießen, müsste mir das eigentlich zeigen, ja. Aber selbst das macht er ja nicht. Also wenn ich das so sehe, ne, würde ich jetzt glatt denken, man kommt da nicht hin. Geh doch mal runter jetzt. Was hängst du dich denn eigentlich überall fest hier? Du sollst hier runter, dann ist gut, Evo. Und nicht irgendwo lang krabbeln und lang hängen und wie so ein Kletteraffe irgendwo lang. Hab ich nicht gedrückt. Nee, der Feuerfall geht nicht durch, habe ich schon probiert. Letzte oder vorletzte Woche schon. Auch Fackeln habe ich versucht durchzuschmeißen, geht auch nicht. Die werden sofort angreifen. Willst du sterben? Dein Schicksal ist besiegelt! Wohin?
Der Tür da, welche Tür meinst du? Die hier unten halt. Oder von welcher Tür redest du? Ja, die kann ich doch so aufmachen. Ich hab doch keine Feuerpfeile. Willst du mich jetzt hinlotsen? Ja, warte. So, wenn ich jetzt so stehe, wo muss ich hin? Links, rechts, geradeaus? Dann die aber oben im Turm. Ein Phantom, Björn. Was? Also hier oben ist auch offen, wenn du die meinst. Die hier brauche ich nicht aufmachen, weil da ist bloß ein Wolf drin oder so. Will ich auch zulassen. Ein Höhlenweg, meinst du? Überblicke das Land, Freundin. Also der einzige, den ich weiß, ist der hier. Aber da sind wir schon rausgekommen. Da bin ich ja gerade rausgeklettert. Ansonsten wüsste ich jetzt hier keinen Höhlenweg. Der hier direkt nebenan ist oder so. Ich sehe den halt einfach nicht. Vielleicht bin ich auch blind oder so, keine Ahnung. Weiß ja nicht, wie weit der Eingang weg ist. Das ist halt das Problem, ne? Wenn der Eingang jetzt noch 50 Meter weit weg ist, und dann sehe ich den nicht. Hier an der Brücke vielleicht?
Da unten, der hier? Du bist gerade angegriffen, du Sau. Das wäre jetzt ein Ei, oder? Wenn das der wäre. Komm jetzt hier raus. Hey, wo? Hey, wo? Bist du irgendwie ein bisschen behindert? Die ist direkt davor und triffst dich. Ja, lol, was ist denn die Suche hier 50 Tage, ey? Ein Kleeblatt. Sweet. Nice. Oh. Blut. Blut. Uff. Jetzt haben wir 100%. Mein Schiff hängt immer noch da hinten ab. Erstmal wieder zurück. Was wir machen können? Was wir machen können? Wir könnten ja mal gucken, ob wir eine Weekly fertig haben. Das meinte ich. Manchmal musst du einen Weg laufen zur Truhe. Ja, da gibt es echt manchmal Riesenwege, das stimmt. Manchmal ist du direkt daneben, irgendwie so 5 Meter neben den Eingang, ja, wie bei diesen Brunnen und sowas alles. Und ich hatte aber auch schon mal andere Truhen gehabt, da musste echt ewig laufen, so 50 Meter, 100 Meter, war schon echt krass. Oh, hallo! Was bietest du heute an? Was hast du denn schön mit? Berserkerhelm, da ist ein Haken dran. Heißt das, den habe ich schon damit? Helm des heiligen Ritters. Guck mal hier. Gottes Zorn. Betäubung wird nach Blocken erhöht. Nach 10 Treffern in Folge bei einem vergifteten Gegner geht von dir eine Giftwolke aus. Gesundheit wird erhöht, du wirst in heiliges Licht gebadet, welches den Schaden, den du erleidest, um 15% verringert. Echt. Danke für deine Unterstützung. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Geh mit deinen Göttern. Evo, tak teresidast. Evo, vesku genga. Ein Drohnen. Aha. Er sieht. Wir sind tätig. Dazu diese komischen Oktagons an seinen Flügeln dran. Ein Tag, eine Stunde, 31 Minuten. Dann kann ich mir am nächsten Ding abholen, oder was? Noch andere Gratis-Dinger, weil manchmal bieten sie auch so Gratis-Dinge an.
Ab zu Rindvieh. Oder tauchen und Zickzack an Höhlen laufen oder Ruinen oder Sprengungen. Schön, mich zu sehen. Ja, gibt so viele Sachen, stimmt schon. Was ist er denn hier? Erstmal. Nee, wir reden erstmal mit Randvieh. Danach können wir immer noch ein Festmahl machen. Du siehst gut aus. Danke. Hoch. Ich betrat Jofovic Schier, um Jarl Halfdan zu treffen und ging als Freundin König Halfdans. Wir haben endlich einen Schwur. Gut, sehr gut. Perfekt. Jetzt haben wir nicht nur die Hauptstadt da von dem Gebiet, nein. Wir haben auch das Gebiet. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Sag ich mal ja den Schmutz. So, was haben wir denn hier? Belohnungen? Sind das Rohstoffe oder sind das nur die anderen Dinge? Hier unten können wir zum Beispiel noch gar nicht hin. Manchester. Was ist denn mit Vinland? 160. Ja, noch voll low. Dann gehen wir doch da mal hin, oder? Gucken wir uns erstmal Vinland an. Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht, ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Nessa? Was macht denn Nessa hier? Oder ist Vinland, ist das DLC, Leute? Sag mir mal bitte, ob das ein DLC ist. Mit Finnland. Oder Vinland. Musstest du dich mit deinem Account anmelden oder mit deinen alten Daten? Wenn mein CC auf meine alte E-Mail-Adresse noch ist, die existiert nicht mehr. Dadurch kann ich meinen PW nicht erneuern. Achso, ja, das ist natürlich schlecht. Ja. Nee, ich habe diese Dings bekommen. Nee, wenn du keinen Zugriff mehr auf deine alte E-Mail-Adresse hast, musst du wohl den Support anschreiben. Das haben die aber auch extra geschrieben. Irgendwo. Habe ich auch irgendwo gelesen bei den ganzen Texten und so. Wenn du keinen Zugriff mehr auf deine alte E-Mail-Adresse hast oder so, dann musst du den Support anschreiben. Dass du auf die alte E-Mail-Adresse nicht mehr, dass du die nicht mehr hast. Aber du müsstest die alte E-Mail-Adresse noch im Kopf haben, damit du sagen kannst, ja, die. Weil mein Account war ja auch noch diese alte E-Mail-Adresse, aber die habe ich ja noch. Die alte Hotmail-Adresse. Die lösche ich doch nicht. Ich spiele halt XCOM. Enemy Within? Achso, du bist im Lurk. Alles klar, dann viel Spaß im Lurk, Björn. Mädchen, bist du da? Ist Vinland, ist der DLC? Gerade im Internet, aber ich finde nichts. Was sagt denn meine Community? Nix. Müsste vielleicht DLC sein. Nee, ich möchte nicht nur vielleicht wissen, ich möchte zu 100% wissen, ob das DLC ist oder nicht.
Also hier schreiben sehr viele auf die Frage, ist kein DLC, gehört zum Base Game, part of the main story, alles klar. Sie sagen, Vinland, it is. Wollte die DLCs erst später machen. Ich gehe sofort und beende das Leben Gormkyut wie sonst dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Problem. Auf nach Vinland, Leute. Aber erstmal schön ein richtig knackiges Fest mal machen. Jo, ne? David, vielen Dank für deinen Raid und Hallöchen an alle Raider da draußen. Das war's soweit von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.